Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Viscera Detail Cleanup. Oder Cleanup Detail. Ich wollte gerade sagen, wieder falsch ausgesprochen. Naja, komischer Name, aber lustiges Spiel, muss ich schon sagen. Na, ja. Gehören da rein. Ui. Das geht auch so, wenn man das ja einfach nur längs sieht, auch. War schön zu wissen. Körper. Ich glaube, das wäre eher das Beste, erstmal zu machen, erstmal alle Körper hier rauszuklatschen. Ja. Na, die beiden tue ich mal gleich im Ofen. Und wie man vielleicht schon hört, ist im Hintergrund Musik an, damit das nicht ganz so lustlos Achtung, ist. Körper auf Tour. Okay. Das Alien muss sofort verbrannt werden. Noch ein Alien auf Tour. Okay. Aber die Map geht eigentlich von der Größe. Ja. Vor allem, wenn man die Leichen weg hat, dann hat es einiges einfacher. Ja. Ganzen Pappbecher hier drüben. Pony, was haben die hier in der Kanalisation zu suchen? Die Pappbecher. Und Chip-Tüten. Ja, die haben ja auch irgendwann mal so ein bisschen Pause, ne? Ja, aber doch nicht hier mitten. Ja, irgendwo. Sie müssen dann ja gleich wieder in die Arbeit. Ja gut. Dann sollen sie das im Mülleimer tun. Diese ja. Faulen Säcke. Wo steht denn hier bitte Mülleimer rum? Na, was weiß ich, aber sollen sie halt machen. So, der Mülleimer qualmt. Oh, und die Sachen da drin brennen. Okay. Na, Patronenhülsen einsammeln. Eine totale Rauchfahne. Ja, ich bring den Müll einfach mal eben weg, nicht dass er zu schwer wird. Das hat er nämlich auch schon öfters. Ich krieg den Müll einfach nicht mehr hoch oder er schleift halt auf den Boden und alles fliegt raus. So, und er ist im Ofen. Ach, hier liegen auch noch Patronenhülsen. Das ist so ein Sauger, wäre mal klasse. Ja. Aber womit du so Patronenhülsen in so kleinen Gefissen auffangen kannst, sozusagen. Ich hol mal gerade alles aus dem Kanal daraus. Jo. Und ich sammle die kleinen Teile hier aus dem Kanal. Jo. Wieder ein Stückchen vom Enddarm. Latsch, 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 latsch. Und ein Kopf. Latsch, 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 latsch. Torso vom Alien. Rein in den Ofen. Naja. Man, gut, dass wir hier nur aufräumen, ey. Und nicht hier kämpfen müssen. Hier ist bestimmt auch noch mal so eine Kampfsequenz hier drin. Mit Feudel und Abkämpfen gegen die Monster. So ein Add-on. Ein Monster steht wieder auf. Gott, wie das alte verjagen würde. Ja. Bist du ganz leicht am Wischen. Oder fast fertig, ne? Nur noch eine Patronenhülse und dann taucht so ein Monster auf. Mann. Hier liegen auch Chipstüten hinter. Die müssen alle auf, sondern das ist das. Immer diese faulen Arbeiter. Faule Arbeiter, das ist doch unser Job. Ja, aber die Arbeiter haben das ja so hinterlassen. Deswegen ja die faulen Arbeiter. Gibt's bestimmt auch noch so einen Sauger zum Freischalten, ich werde das. Ja. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Wie lange spielst du das schon?
Wie lange weiß ich noch nicht. Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall schon länger. Steam sagt 3 Stunden. Ich bin total. Vor allem, ich habe schon länger als 3 Stunden aufgenommen. Von daher kann es gar nicht stimmen. Naja, länger als 2 Stunden können auch 3 Stunden sein. Also länger als 3 Stunden, habe ich gesagt. 2. Ich meinte auf jeden Fall 3. Ah. Ob der Kanal ist gleich leer von Aliens. Okay. Oh, wie viel Enddärme hier liegen. Oder Stückchen von Enddarm. Alles rein damit. Hier liegt noch irgendwie ein Teil von der Leber. Herz, was du sagst. Ja. So ein Bein noch drauf war es hier drin. Okay. Bein. Okay, und dann geht's dabei den nächsten Kanal zu einigen gegenüber. Und Tobias spielt Ace of Space. Gott, das habe ich auch noch nicht mehr gezockt. Nee. Nächster Container. Der eine ist ja schon wieder voll. Wobei, das kriege ich auch noch rein. So. Achtung, Container. Alter, wie das klingt. Bam, bam, bam. Vor allem noch die Fackel. Ja. Und jedes Mal nehme ich eine Patronenhülse mit. So. Bei dem Kanal liegen jetzt so 1000 Enddärme. Ja. Mülleimer steht hier. Rechts, neben. Hey, was ist das hier? Kann man hier aufheben? Pfeil im Schlauch. Oder so feststecken, damit er nicht wegrutscht. Das könnte auch sein. Oh, die Patronenhülsen hier vorne. Soll ich mal eben den Container herholen? So. Okay. Ich sehe sie nicht, liegen sie vor mir? Ja. Okay. Ah, hier liegt noch ein Enddarm. Rein damit. Und Patron war es hier. Okay, liegt da hinten noch was? Nö. Also doch, da liegen noch ein paar Enddärme und sowas. Wo? Hier direkt vor dir. Hier. Ja. Hier, das hier. Habe ich gerade in der Hand. Ich sehe hier keine. Doch, hier, guck mal in meine Hand. Ich habe gerade einen. Du bist gar nichts. Nee, ich leg ihn da mal wieder hin. Jetzt hast du auch einen in der Hand. Aha, ich hab ihn nicht gesehen. Okay, jetzt hast du ihn da wieder hingeschmissen. Bist du im Auto? Und da liegt wieder so ein Tablet. Wo? Direkt vor dahin, jetzt direkt hinter dir. Bei mir liegt da gar nicht. Echt nicht? Hier liegen auch noch Körperteile rum. Noch mehr Enddärme, okay. Liegt hier gar nichts. Okay. Auch nicht die Signalfackel? Nö. Okay. Das ist komisch. Ich weiß. Hier noch eine Signalfackel. Na, dann räume ich hier mal die Ecke auf, die Sachen, die du nicht sehen kannst. Weiß auch nicht warum.
Aber die Blutspritzer siehst du, ne? Die ja. Hinten noch rumliegen, gut. Ja, hinten nicht mehr. Okay. Komisch. Tja, keine Ahnung warum. Naja. Ah, rein mit dir. Ach, noch mehr interne Scheißteile. Wieder ein Stückchen von der Leber. Okay. Du hast gerade das Spiel ein bisschen verbuggt. Ja. Sonst würde ich sagen, dass du nochmal reconnectest kurz. Okay. Ich wollte gerade einen Eimer rausholen, da kam nichts raus. Bei mir war gerade der Container hier zu schwer, jetzt hat er ihn losgelassen. Gut. Achtung, Container! Muss ich jetzt gerade noch rumspannen? Nein! Also Forstgrill. Ach, jetzt siehst du die Teile hier auch? Ja. Ah, okay. Das waren die Teile, die ich da hinten rausgeholt habe, die Enddärme und so. Okay. Kannst du mal jetzt gucken, da liegt noch ein bisschen was, glaube ich. Nö. Nö, da hinten liegt nichts im Kanal. An dem Kanal war ich nicht. Achso. Rechts waren. Ne, links. Oder? Ja, links. Ja, hier vorne liegt noch was. Ja, ich sehe immer noch nichts. Okay. Okay. Das ist ja komisch. Ich hab gerade ein Gefühl, das soll ein Zeichen sein, um Schluss zu machen. Ja? Ja, so dass ich pinnen gehe. So wollen wir nicht die Folge noch zu Ende machen? Ja, die machen wir noch zu Ende. Okay. Und hier kommt wieder Scheiße raus. Wo? Hier aus diesem Gerät, was Mülleimer produziert. Oh. Ich sehe jetzt nicht mehr über ein Wasserbad und Wasserbad hier. Okay. Doch, hier liegt noch Papierknödel rum. Einmal auf Touren. Uiuiui. Ah, hier liegen noch ganz viele Patronenhülsen. Ah, hier liegt jetzt bei mir die Mission Lock. Ah. Die Data Lock ist es. I don't like it down here. It's dark, cold. And the smell, eh. Hi ho. The puta, the smell. Again, the pipes are broken. And I have to fix them. The honest is not like I'm only one can do this. But I'm only one who works. Something is in here, I'm sore. I've seen eyes, I heard scratching. Hey, no, the eyes. Simply a loss, oh, yours. Male volentis. Okay. Kommt von einem Gorino Aldea, Waste Worker. Und oh, hier steht sogar das Datum. Okay. 29.06. Das ist mal ein Datum. Ja. Okay, der eine Kanal ist frei von Dreck, den könntest du mal foldeln. Okay. Oh, ich bin doch eigentlich gerade mal im Eimer reingerannt. Okay. So. Kam wieder ein Stück Leber raus aus dem Waschomat. Waschomat. Ja, das hier sind alles saubere, außer der hier. Okay.
3 saubere Eimer stehen neben einem so ein Rohr, neben einem so ein Kanalrohr. Wie viel Dreck hier einfach nur ist. Die sterben Dreck. Sonst habe ich eine Idee, du stellst hier einfach die Eimer einfach nur kurz vor das Rohr und ich stell dir dann immer neue hin und die alten bring ich weg, denn haust du ja keine neuen Dreckspuren rein. Okay. Ich bin gerade dabei, hier den Boden ein bisschen sauber zu machen. Hier ist ein neuer, kommst du da an? Ja. So. Weil man soll auch jetzt sagen könnte, wenn man eine Mutter wäre, man könnte sagen, hier tust du dein Zimmer, hier tust du wischen, aber das Haus nicht. Ja. Und eine ist voll da. Okay. Aber zumindest. Ja. Dann ist das eine Kanalrohr da ja auch schon fast fertig. Hab ich gerade drin sitzt? Jo. Oh, geht. So ein bisschen muss ich nach vorne. Okay. So, neuer Eimer. Dreckseimer mitnehmen. Rein damit und wieder neuen holen und da kommt mal wieder Scheiße raus oder ein Arm. Und wieder ein Eimer. Ich fühle mich irgendwie gerade wie so ein Eimerzubringer. Machst du ja auch. Ja. Die ganze Zeit neue Eimer holen. Dann will ich noch ein Stück Körper. Okay. Okay. Ja, schon wieder ein Dreckseimer. Wieder wegschmeißen und einen neuen Eimer holen. Yeah. Ich folge gerade die Kanalöffnung. So. Mach hier mal eben den Raum davor sauber. So ein bisschen. Oh Gott, da in diesem kleinen See liegen auch noch Patronenhülsen und sowas rum. Ich kann mit den abpumpen. Ich glaube nicht. Oh.
Oh Gott. So, ich muss ihn dann direkt einmal hier wegbringen. Na okay, das Let's Play ist dann auch schon wieder vorbei und da würde ich sagen, sehen uns nächste Folge wieder. Da wird der Aerox auf jeden Fall seinen Kanaro da fertig gefeudelt haben und naja, bis dann. Ciao. Ciao.